wunderschönen guten Tag. Heute treffe ich den aus Singapur stammenden Pianisten Sean Shu im Karl-Bechstein-Saal Spandau. Und dort erfahre ich alles über das Festival Fiestra Vaganze und die Masterclass auf FIMA 2023. Sean Shu, der klassische Pianist, Komponist und Dozent aus Singapur, zog im Jahre 2006 mit 14 Jahren alleine in den deutschsprachigen Raum Europas, um seiner Musikkarriere nachzugehen. Seitdem hat er sich sowohl in seiner Heimat als auch im Ausland in gewissem Ausmaß etabliert. Zu Shus Erfolgen zählen Preise bei über 13 internationalen Klavierwettbewerben weltweit. 2019 war er der erste externe Kandidat seit fast einem Jahrzehnt, der in das Klavierkonzertexamen Aufbaustudium an der Universität der Künste Berlin aufgenommen wurde. Viele Musiker mussten sich letztes Jahr noch immer von den schweren Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Musikbranche erholen. Deshalb gründete Sean Shu mit Hilfe einer Förderung der Bundesregierung für Kultur und Medien im Rahmen von Neustadt Kultur das Camerata Fiesta Vaganza. Das Kammerorchester bringt etwa 40 talentierte Musiker und Musikerinnen unterschiedlicher Ethnien und Kulturen zusammen, wovon ein Großteil Studierende der großen Musikuniversitäten Berlins sind, der Universität der Künste, der Hochschule für Musik Hans Eisler und der Barenboim Said Akademie. Danke, dass wir hier sein dürfen. Sean Shu. Hello, dear Rebecca. Hallo und willkommen. This is so beautiful. I can't wait. Ich bin sehr gespannt darauf, was du mir erzählen wirst. Aber jetzt möchte ich erstmal etwas über diesen schönen Ort, diese Räumlichkeiten hören. Der Karl-Bechstein-Saal ist ein Teil der Bechstein-Stiftung. Bechstein ist ein Klavierhersteller aus Berlin. Einer unserer Konzerte findet dort statt, in der Kantstraße. An diesem Standort haben wir eine Konzerthalle, Übungsräume und was wirklich besonders ist, eine Vintage-Klaviersammlung. Wir haben eine breite Palette von alten Instrumenten, sogar aus Mozarts Zeit. Now you prepared something really beautiful. Ihr habt was sehr Schönes vorbereitet, eine Konzertreihe und eine Masterclass. Worum geht es denn hier dabei? Es hat letztes Jahr angefangen, für meinen Abschluss des Klavierexams. Eine der Voraussetzungen war es, mit dem Orchester zu performen. Natürlich war es schwierig, aufgrund von Corona und den immer noch bestehenden Einschränkungen, viele Leute an einem Ort zu sammeln. Als Alternative wurde mir vorgeschlagen, dass noch jemand mich mit dem Klavier begleitet. Da es aber das Ende meines Studiums war, wollte ich es mit etwas Besonderem beenden und habe meine eigene Alternative genutzt, und zwar ein eigenes Orchester zu gründen. Natürlich musste ich dann Leute einstellen und ich wollte etwas machen, das Musiker unterstützt. Die Studenten, ich eingeschlossen, hatten aufgrund von Covid die letzten 2 bis 3 Jahre keine Möglichkeit aufzutreten. Deshalb habe ich mich für das Neustart Kulturstipendium beworben. Das ist ein Angebot der Deutschen Senatsverwaltung für Kultur und Medien. Mit dem Erhalt des Stipendiums war es mir möglich, ein Orchester mit 40 Menschen aufzustellen, auch wenn ich zu der Zeit kaum jemanden kannte. Das waren Personen, die mir durch Freunde und Empfehlungen nahegebracht wurden. Wir haben aus den 3 Universitäten Leute gewinnen können. Der Universität der Künste, der Hochschule für Musik Hans Eisler und der Barenboim Said Akademie. Wir hatten ein großes Konzert mit vollen Plätzen letztes Jahr im Mai. Dieses Festival, das habe ich mir als Erweiterung dieses Konzertes gedacht. Nach der Gründung dieses Orchesters wussten wir, dass es viele in Berlin gibt. Deshalb wollte ich etwas machen, was nicht nur das Performen bei einem Konzert einschließt. Sowas wie eine Bereicherungsklasse. Natürlich gibt es schon viele Masterclasses, Festivals und es gibt auch keinen Mangel, aber ich habe realisiert, dass viele Menschen aus Südostasien, Singapur, woher ich komme, Malaysia, Indonesien, nicht wirklich den Zugang haben und die Möglichkeiten wie viele hier.
damit sich alles lohnt und es eine besondere Erfahrung für sie ist. Die Künstler werden von bekannten Professoren Unterricht erhalten und sie werden performen können, unter anderem mit meinem Orchester. Auch werden sie teilnehmen mit meinem Orchester. Und sie werden die Chance bekommen, mit den Vintage-Instrumenten hier aus der Sammlung zu arbeiten, über die wir bereits gesprochen haben. They will have the chance to perform in up to 4 concerts in Berlin, including one with an orchestra, my orchestra, and also get the chance to work with. All die Kinder sind unter 18. Das heißt, für viele von ihnen ist das ihr Debüt und auch das erste Mal, dass sie mit einem Orchester performen. Wow, and a special experience. These kids are all under 18. Da ich auch sehr jung war, als ich nach Europa kam, denke ich, dass das etwas sehr Schönes sein wird für alle und auch eine schöne Erfahrung, beziehungsweise hoffe ich es. I really think that this would be something special for everyone and that it would be a beautiful experience for us. Über dein vierhändiges Werk Vierstravaganza. Du hast mehr als 6 Millionen Aufrufe auf YouTube. Yes, so this is a funny story actually. Das ist eine lustige Geschichte. Der Name des Festivals, welches ich gegründet habe, ist ebenfalls Vierstravaganza. Den Namen des Festivals, welches ich gegründet habe, heißt ebenfalls Vierstravaganza. Das kommt von der Vierstravaganza. Das ist etwas, was ich als ein Schulprojekt geschaffen habe, während meines Bachelors. Und damals habe ich die Musik, meine Kompositionen nicht verkauft. Ich habe die einfach auf YouTube hochgeladen und habe viele Anfragen erhalten für die Musikrechte, damit die es ebenfalls spielen können. Eines Tages hat ein Duo aus Südkorea das Material genommen und gespielt. Das Video hat um die 5 Millionen Aufrufe erhalten. Und seitdem gibt es viele Menschen, die meine Kompositionen kaufen und spielen. Auf YouTube gibt es viele, die es spielen. Das vierhändige Werk Vierstravaganza hat auch viele Wettbewerbe gewonnen. Es ist echt herzerwärmend, dass dieses Stück, es ist sehr besonders für mich, der Start meiner Kompositionskarriere war. Ich werde von nun an alles Vierstravaganza nennen. Es ist eine Fusion aus Fiesta und Extravaganza. Großes Festival, große Party. Und das ist, was ich hoffe, was es sein wird. Two Spanish words, Fiesta and Extravaganza. So a big festival, a big party. And that's what I hope the Fiestravaganza International Music Academy will be. And one last question. Are your hands also insured? Jetzt kommen wir zu meiner letzten Frage. Sind deine Hände versichert? Diese Frage bekomme ich öfters. Sind sie tatsächlich nicht? Noch nicht, aber irgendwann in der Zukunft hoffentlich. I hope one day maybe I would feel pressure to do it, but at the moment I'm free. We're talking about. Wenn wir schon von der Zukunft reden, wie stellst du denn deine Zukunft vor? As I am juggling between an active performing career, a teaching career. Da ich gerade am ständigen Hin und Her an einer aktiven Karriere als Komponist tätig bin, seit 8 Jahren lehre ich, hoffe ich, dass ich all diese Elemente kombinieren kann. In der Vierstravaganza Music Academy. Das ist nicht nur auf eine Stadt limitiert. Mein Plan ist es auch in Singapur aktiv zu sein. Da habe ich schon große Unterstützung von der Botschaft und diverse Kulturadministrationen. Especially between institutions in the near future. Well, I hope we can come with you to Singapore. Oh, nach Singapur würde ich gerne mitgehen. Aber vorher wollen wir natürlich erstmal euer Festival in Berlin begleiten. Thank you so much for doing this. Thank you.
Informationen zum Festival gibt es unter www.fiestravaganza.com.